grüße euch recht herzlich hier von unserem Betrieb in Mittelhessen in Romrozell. Wir bewirtschaften hier landwirtschaftlichen Betrieb mit Mutterkuhhaltung. Und neben der Mutterkuhhaltung haben wir einen Gnadenhof noch. Die Landwirtschaft ist nur ein Part unseres Betriebes. Unser Hauptbetrieb ist ein Viehhandelsbetrieb, wo wir deutschlandweit und europaweit agieren. Wir haben eigene LKWs, wo wir unsere eigenen Tiere selbst transportieren. Wie wir sehen, die Ställe sind alle komplett Strohställe und wir benötigen so ca. 1200 Rundballen Stroh zum Einstreuen pro Jahr. Haben mit einem Schlepper angefangen, mittlerweile haben wir drei. Haben jetzt dieses Jahr die neue Fresse bekommen, die Variante 585, die bei uns jetzt fast täglich im Einsatz ist, zum Strohpressen und zum Heupressen, und haben auch eine Presswickelkombination von der Firma Glas, dass wir auch jetzt seit diesem Jahr die Siloballen komplett selbst machen können. Da sind wir echt sehr zufrieden und auch der Service von Glas, wenn was ist, sind sofort zur Stelle. Ja, die Qualität ist sicherlich ein großer Aspekt. Wenn ich die Maschinen selbst habe, können wir pressen, sagen wir, wann wir wollen, wann für uns der beste Zeitpunkt ist für die Ernte. Wir brauchen kein Lohnunternehmen anrufen und sagen, hast du Zeit? Weil wenn das Wetter gut ist, will ja auch jeder, gerade in den extremen Wettersituationen, die wir aktuell haben, wo dann das Zeitfenster für die Ernte, sei es jetzt im Silobereich, im Heubereich oder auch für die Strohbergung, wirklich nur begrenzt ist. Und da ist wichtig, dass wir da schnell agieren können, um beste Qualität zu bekommen. Mit der Presse sind wir sehr zufrieden. Haben jetzt im ersten Jahr schon gute 2000 Rundballen gepresst. Da gibt es nichts Negatives auszusetzen. Gerade die Variantpresse, muss ich sagen, die Qualität vom Stroh ist super. Ich habe unheimlich schweren Ballen. Ich kann richtig viel Material in einen Ballen reinmachen. Und das ist für uns wichtig.